das 1 durch Wurzel 2 als Faktor zum Beispiel rausnehmen. Und dann haben wir im Grunde einmal das, was hier drin steht, und das, was da drin steht, einmal mal k. Also hier mal 1 und dann das Ganze nochmal mal k. Dann bekommen wir hier solche gemischten Terme. 5 mal ki plus 1 mal kj plus 7 mal k². Und hier hinten steht natürlich noch, dieser Term steht hier noch. Genau. Und diese gemischten Terme, da gab es ja in der Vorlesung, glaube ich, einfach so eine Tabelle zu, wie man die ausrechnen kann. Also k mal i ist zum Beispiel ist j und k mal j ist minus i und dann haben wir noch das k² ist gleich minus 1. Wenn wir die Werte jetzt hier einsetzen, dann können wir das Ganze wieder zusammenfassen, also die j-Terme, die i-Terme und die realen Teile und so weiter und kommen dann wieder zu einer vereinfachten Form, die wir dann weiter ausmultiplizieren können. Genau. Das heißt, wir multiplizieren das Ganze in der letzten Zeile aus und dann vereinfacht sich das entsprechend zu der letzten Multiplikation, die wir dann machen müssen. Wir haben hier jetzt wieder das, das Wurzel 2 hier rausgezogen. Das kam ursprünglich hierher, weil es als Konstante ist. Und dann müssen wir jetzt hier wieder das Gleiche machen wie eben, also das Distributivgesetz anwenden und dann ausrechnen. Genau, also wir haben wieder einmal den ganzen Term, den wir schon hier stehen haben und das Ganze nochmal mal minus k dazu addiert. Dann bekommen wir minus 4i mal k minus 6. Oh, ich habe das 7k vergessen, das erste. Der erste ist ja plus 7k und dann kommt minus 4ik, minus 6jk und minus 7k². Genau, und hier müssen wir jetzt wie im ersten Schritt wieder die Vereinfachungsschritte machen mit unseren gemischten Termen. Also i mal k ist gleich minus j. J mal k ist gleich i und k² ist gleich minus 1. Genau. Das heißt wieder dasselbe Vorgehen, aber jetzt haben wir alle Distributivgesetze angewendet. Das heißt, wir haben dann nur noch ein einzelnes Quaternion danach stehen, einen einzelnen Term. Und können dann im Grunde den letzten Zusammenfassungsschritt machen, der dann in diesem Ausdruck stehen bleibt. Und in dem Ausdruck können wir dann noch das 1/2 rein multiplizieren, was wir vorher raus faktorisiert haben. Und dann haben wir eben 0 minus i plus 5j plus 7k. Und wenn wir das schreiben wollen in unserer Tupelform, ist das eben 0, minus 1, 5 und 7. Und jetzt hatten wir am Anfang die Darstellung kennengelernt, wie kann ich eine Position im kartesischen Raum als Quaternion darstellen. Und der umgekehrte Fall gilt natürlich auch. Also unser neues V' hat im Grunde die Form 0 und p. Und das heißt, wir finden in dem Teil hier unser neues P' wieder. Also unser P nach der Rotation ist dann minus 1, 5, 7 als Vektor. Genau. Und auf die Art und Weise können wir eben Vektoren im dreidimensionalen Raum rotieren mit Einheitsquaternionen.
Ist natürlich ein bisschen aufwendig, wenn man das von Hand rechnet, aber das kann man natürlich auch vom Computer rechnen lassen. Genau. Also das ist im Grunde das Vorgehen für diese Rotation mit Einheitsquaternionen. Habt ihr dazu Fragen? Okay, gut. Genau. Und zu den Quaternionen haben wir dann noch genau das Ergebnis. Die Slurp-Aufgabe, also so ein bisschen einmal interpolieren von Hand zu machen. Das ist ja einer der Vorteile von Quaternionen, im Gegensatz zum Beispiel zu den Euler-Winkeln oder den Rotationsmatrizen, dass man sehr einfach in einem Rotationsraum interpolieren kann. Und hier waren jetzt zwei Quaternionen gegeben und wir sollen die allgemeine Formel für die Spherical Linear Interpolation anwenden. Und der erste Schritt, den wir gehen müssen, ist, den Winkel zu bestimmen zwischen den beiden Quaternionen. Und das Ganze funktioniert, das ist etwas analog zu dem, wie das auch bei Vektoren, zumindest ähnlich wie es bei Vektoren funktioniert. Ich benutze jetzt diese komische Notation hier, um hervorzuheben, dass es jetzt kein Quaternionenprodukt, sondern was das meint, ist ein Skalarprodukt. Also die einzelnen Elemente der Quaternionen addiert, multipliziert und zusammenaddiert. Und wenn man das tut für zwei Einheitsquaternionen, dann bekommt man den Kosinus vom Winkel zwischen den beiden heraus. In unserem Fall, weil die Quaternionen eben bei 0, 1, 0, 0 sind und der andere bei 0, 0, 1, 0, gibt es eben insgesamt 0 als Ergebnis, wenn man die einzelnen Elemente multipliziert und addiert. Und das heißt für uns, für unseren Fall, dass wir Phi gleich Pi halbe annehmen können für unsere Population. Genau, also das ist der erste Schritt, das Phi bestimmt, Winkel zwischen den beiden Quaternionen. Und dann haben wir die Formel kennengelernt. Sinus 1 minus t mal Phi durch Sinus Phi mal Q1 plus Sinus t mal, Theta ist es, Entschuldigung, Sinus Theta mal Q2. Genau. Und was man in dem ersten Teil der Aufgabe machen sollte, war einfach nur jetzt hier den konkreten Wert für Theta einsetzen. Das können wir natürlich machen. Genau. Der Nenner kürzt sich raus, weil Sinus Pi halbe gleich 1 ist. Genau. Wir hatten mal eine Frage in der Klausur. Ich weiß nicht mehr genau, worum sie ging. Ich glaube, um irgendwelche Nach- oder Vorteile von Slurp und so weiter. Oder Eigenschaften davon. Und einige Studenten hatten geantwortet. Wir haben das dann auch gelten lassen, weil wir es vielleicht auch nicht gut genug erklärt haben, dass Slurp den Nachteil hat, dass wenn man den Winkel 0 hat, dann ist ja Sinus von Phi 0, dann teilt man durch 0 und dann kann man diese Methode nicht anwenden. Was auf den ersten Blick auch erstmal richtig wirkt, ist aber am Ende nicht ganz richtig. Weiß jemand, was im Grunde mit diesem Ausdruck passiert, wenn Phi gleich, wenn Theta gleich 0 ist? Entschuldigung. Oder sagen wir nicht, Theta ist gleich 0, sondern Theta geht im Limit gegen 0? Was kommt dann hier für eine Formel raus? Vielleicht machen wir das mal kurz. Also Theta gleich 0 bedeutet natürlich, dass die beiden Quaternionen gleich sind. Also das heißt, es gibt sowieso
nichts wirklich zu interpolieren. Trotzdem ist natürlich interessant, zumindest sich die Frage zu stellen, was passiert mit dem Ausdruck, wir schicken Theta gegen 0 und wir wollen wissen, was macht der Ausdruck Sinus t mal Theta durch Sinus Theta. Was kommt da raus? Bei dem 1 minus Theta, bei 1 minus t ist es dasselbe. Und vielleicht kennt ihr die Näherung Sinus Theta ist ungefähr Theta, wenn Theta sehr klein ist. Das liegt einfach daran, dass die Taylor-Reihenentwicklung vom Sinus fängt ja an. Sinus x ist gleich x plus und dann geht es so weiter. Genau, also für kleine Theta ist Sinus Theta ungefähr gleich Theta. Wenn wir das dann oben in der Formel anwenden, dann kommt hier raus, dass das t mal Theta durch Theta ist. Und dann können wir das Theta hier rauskürzen. Und dann steht dann nur noch t bleibt übrig im Ausdruck. Und analog das gleiche passiert für diesen Ausdruck. Also hier bleibt nur 1 minus t übrig. Und wenn ich dann hier stehen habe, 1 minus t mal q1 plus t mal q2, was habe ich dann für eine Formel generiert? Vielleicht schreibe ich es hin. Also natürlich nur gültig für kleine Theta. Dann habe ich den Fall 1 minus t mal q1 plus t mal q2. Das kennt ihr bestimmt, oder? Das ist die einfache lineare Interpolationsformel. Das heißt, es ist nicht so, dass Slurp nicht definiert ist für kleine Winkel oder für Winkel gleich 0, sondern für Winkel nah bei 0 ist es im Grunde einfach nur eine lineare Interpolation zwischen den beiden zwei Quaternionen. Und, genau. Deshalb zählt die Antwort in der nächsten Klausur nicht mehr. genau. Aber gut. Unser Theta in unserem Fall war ja Pi halbe, das heißt, wir sind nicht in diesem Grenzfall drin. Genau, und jetzt sollte man einmal eine wirkliche Interpolation durchführen, das heißt einen Wert einsetzen für t gleich 0,5. Und das können wir natürlich machen. Wir haben unsere Formel von eben. Genau, jetzt können wir dort 0,5 einsetzen. Wenn wir da 0,5 einsetzen, dann bekommen wir Sinus von Pi Viertel mal Q1 plus ebenfalls Sinus von Pi Viertel mal Q2. Und da haben wir wieder die Werte, die in diesen Beispielen einfach immer wieder auftauchen, weil das nun mal die runden Werte sind, die man verwendet. Genau. Wenn wir das jetzt ausrechnen wollen, was genau rauskommt, wir haben Quaternion 1 ist ja im Grunde einfach nur i, Quaternion 2 ist j, das heißt, im Ende kommt hier raus 1 durch Wurzel 2 mal i plus 1 durch Wurzel 2 mal j. Oder eben in unserer Tupel-Schreibweise 0, 1 durch Wurzel 2, 1 durch Wurzel 2, 0. Genau. Und damit haben wir dann einmal so eine Spherical Linear Interpolation durchgeführt für zwei Quaternionen und eben einen bestimmten t-Wert. Genau. Und das Slurp ist auch das, was man benutzt heutzutage in den in Spielen, in der Robotik und so weiter, um zwischen Rotationen zu interpolieren, weil es eben sehr einfach ist und auch sehr gut funktioniert. Muss nur ein bisschen darauf achten, auf die Doppelabdeckung. Das Slurp gibt einem die kürzeste Interpolation.
zwischen den beiden Einheitsquaternionen, aber wir haben ja kennengelernt, die Einheitsquaternionen decken den Raum doppelt ab. Das heißt, es kann einem passieren, dass man erstmal komplett durch den Raum durchgeht und dann den Rest nochmal macht. Also hier muss man aufpassen, dass die, wenn man wirklich die kürzeste Interpolation haben will, dass die in derselben Halbkugel, sage ich mal, vierdimensionalen Halbkugel liegen. Müsste man vorher prüfen. Genau. Ja, Aufgabe 6 war eine kleine Mathematik-Beweisübung zu Quaternionen, zu Einheitsquaternionen, die wir kennengelernt haben, dass sie eben bestimmte Eigenschaften haben, wie Abgeschlossenheit bezüglich der Multiplikation, Assoziativität, dass sie ein neutrales Element haben und dass sie ein inverses Element haben. Und wenn man eben zeigen will, dass die Einheitsquaternionen insgesamt eine Untergruppe bezüglich der Multiplikation in den Gesamtquaternionen bilden. Das heißt, warum ist das interessant? Man möchte natürlich, wenn man jetzt ein Einheitsquaternion hat, das eine Rotation darstellt und man multipliziert das mit einer anderen Rotation, möchte man, dass wieder eine Rotation rauskommt und nicht irgendwas anderes. Und Gruppeneigenschaft erfüllt eben genau das, dass man eben diese Garantien hat. Also das ist zum Beispiel die Abgeschlossenheit. Genau. Und der Weg dahin ist einfach diese vier Eigenschaften, die insgesamt so eine Untergruppe ausmachen, sich einzeln anzuschauen und halt entweder zu beweisen oder zu widerlegen, je nachdem, ob das jetzt eine wahre Aussage ist oder nicht. Genau. Um die Abgeschlossenheit zu zeigen, da kann man sich entweder, wie wir es jetzt auf dem ersten Weg machen, so einem kleinen Trick bedienen. Es kommt darauf an, wie gut man sich auskennt mit Quaternionen. Also die Idee ist jetzt, und das wird immer so sein, wir wollen zeigen, a mal b ist immer noch ein Einheitsquaternion und wir zeigen das, indem wir die Länge untersuchen. Also wir schauen uns die Länge oder die Länge im Quadrat an. Wenn die immer noch 1 ist, sind wir immer noch ein Einheitsquaternion. Das ist so die Idee hinter dem Beweis. Und die Länge kann man bestimmen, indem man das Quaternion mit seinem konjugierten Partner multipliziert. Also die Länge von irgendeinem Quaternion ist gleich q mal q Stern Quadrat. Genau. Und das machen wir hier. Und jetzt gibt es eine interessante Eigenschaft von von Quaternionen. Wir möchten jetzt diese Konjugation in die Klammer reinziehen. Also im Grunde hierhin und hierhin. Und wenn wir das machen, dann können wir das nicht einfach so reinziehen, sondern beim Reinziehen vertauschen sich die Multiplikanten. Also Quaternionen sind ja nicht kommutativ, das heißt, vertauschen ist nicht das Gleiche. Aber in diesem Fall ist es so, dass wenn man das Konjugieren reinzieht in eine Klammer, dann vertauschen sich die beiden Elemente. Das hat auch einen ganz tollen Namen, der auf der nächsten Folie steht, aber genau. Und jetzt können wir eben die Assoziativität von Quaternionen ausnutzen, indem wir unsere Klammer jetzt anders setzen. Und zwar hierhin. Und was wir hier jetzt wieder stehen haben, ist das, was hier oben ja schon mal stand. Hier bekommen wir die Länge von b zum Quadrat raus. Das ist ja nur ein skalarer Wert. Und wir wissen auch initial, b ist ein Einheitsquaternion und a auch. Wir wollen nur zeigen, dass a mal b auch ein Einheitsquaternion ist. Das heißt, wir wissen, das hier ist 1. Das heißt, wir haben hier a mal 1 mal a Stern. Und das ist wieder die gleiche Formel, die wir eben kennengelernt haben. Also hier kommt dann auch wieder die Länge von a zum Quadrat raus, die ja 1 ist. Das heißt, mit dem Trick hier kommt man relativ schnell zu dem Ergebnis, dass die Multiplikation von zwei Einheitsquaternionen auch wieder selbst ein Einheitsquaternion ist. Und damit ist man
mit dem Teil fertig. Aber da das natürlich so ein bisschen das Wissen über diesen Trick voraussetzt und so weiter und man jetzt ja vielleicht auch gar nicht abschätzen kann, ist dieser Trick abhängig von dem, was man vielleicht jetzt hiermit auch bewiesen hat und so weiter, haben wir auch nochmal den, sage ich mal, stumpfen Beweis aufgeschrieben. Also was man natürlich auch machen kann, ist einfach die Länge von diesem Ausdruck von Hand ausrechnen. Also das heißt, das hier einmal komplett ausmultiplizieren, was da rauskommt. Und da kommt dann ein riesiger Block an einzelnen Zahlen heraus, der erstmal irgendwie kurios aussieht, aber er hat natürlich eine Struktur. Also die erste Zeile hat hier immer das gleiche, den gleichen Faktor, b3 Quadrat. So gilt es hier in jeder Zeile. Die können wir rausnehmen, rausfaktorisieren pro Zeile. Dann bleiben übrig hier viermal der gleiche Ausdruck. Und dieser Ausdruck ist nichts anderes als die Länge von dem Quaternion a. Das haben wir jetzt mal hier. Und den können wir auch wieder rausfaktorisieren. Dann bleibt hier auch wieder nichts anderes übrig als die Länge von dem Quaternion b. Und dann ist es natürlich das Gleiche. Also wir wissen, b ist 1 lang, wir wissen, a ist 1 lang. Und wenn wir das wissen, können wir halt daraus schlussfolgern, dass a mal b auch die Länge 1 hat, damit ein Einheitsquaternion ist. Genau. Das ist, glaube ich, der längste von diesen Eigenschaften, die zu zeigen sind. Die Assoziativität ist irgendwie, also da machen wir eigentlich keinen wirklichen Beweis, sondern der folgt einfach daraus, dass Quaternionen selbst sind, also wir reden ja über die Einheitsquaternionen als Untergruppe von allen Quaternionen, aber Quaternionen selbst sind assoziativ. Und diese Eigenschaft gelten für alle Quaternionen, also natürlich auch für die, die zufällig die Länge 1 haben, wie in unserem Fall. Also da müssen wir gar nichts zeigen. Und genauso ist es bei dem neutralen Element. Also die Frage ist natürlich, ist das neutrale Element ein Einheitsquaternion? Was wir eben suchen, ist ein E. Und wenn ich das E mal A nehme, dann kommt da wieder A raus. Und gesucht ist unser E. Und da brauchen wir auch nicht weit suchen, denn das Quaternion, das das erfüllt, ist zufällig das Quaternion, das eben einfach nur 1 ist. Also es hat keine imaginären Anteile. Und dann ist es im Grunde 1 mal A ist gleich A. Genau. Also da steckt nicht, in diesen beiden steckt im Grunde nur drin, wir nehmen Quaternionen sind assoziativ und hier das E ist auch natürlich das neutrale Element der Multiplikation für alle Quaternionen. Und zufällig ist es auch ein Einheitsquaternion. Natürlich nicht zufällig, aber das heißt, da müssen wir gar nichts machen. Bei dem inversen Element muss man natürlich nochmal rechnen. Die Frage ist natürlich vielleicht auch erstmal, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir das auf den Folien gemacht haben in der Vorlesung, was ist überhaupt das Inverse von irgendeinem Quaternion? Also angenommen, ich möchte wissen, was ist das Inverse? Und das Inverse ist ja einfach darüber definiert, dass wir, wenn wir das inverse Quaternion anwenden, dann bekommen wir dort wieder 1 heraus. Und wenn wir davon mal weitergehen und einfach mal beide Seiten mit dem Konjugierten multiplizieren, dann bekommen wir hier minus 1 mal Q Stern ist gleich 1. Und das haben wir eben schon gesehen hier, diesen Ausdruck. Q mal Q Stern war ja unser die Länge von Q zum Quadrat. Und jetzt müssen wir einfach nur noch durch die Länge von Q zum Quadrat teilen. Ah, ich habe natürlich vergessen. Wir haben natürlich beide Seiten multipliziert mit Q Stern. Genau, und dann können wir teilen durch eben die Länge und dann erhalten wir Q Stern durch die Länge von Q zum Quadrat. Das ist auch die allgemeine Formel für irgendein Quaternion.
um das Inverse zu berechnen. Also das Konjugierte durch die Länge von q. Für Einheitsquaternionen ist natürlich die Länge von q zum Quadrat 1. Genau, aber damit ausgerüstet, sage ich mal, können wir uns jetzt anschauen, wie immer, was ist eigentlich die Länge von dem inversen Quaternion zum Quadrat? Wenn wir dann die Formel hier unten einsetzen, bekommen wir eben q konjugiert durch die Länge von q zum Quadrat und das Ganze auch nochmal quadriert. Q ist ja initial ein sowieso schon ein Einheitsquaternion, hat also die Länge 1. Das heißt, wir bekommen hier nur heraus, dass wir die Länge von q Stern quadrieren sollen. Und die Konjugation ist ja nichts anderes als den Realteil gleich lassen und den Imaginärteil negieren. Dadurch ändert sich zwar die Richtung, aber die Länge natürlich nicht. Das ist ja nur ein minus 1 auf einigen Komponenten. Das heißt, hier kommt auch wieder die Länge 1 raus. Das heißt auch, das inverse Quaternion, Einheitsquaternion, ist immer wieder auch selbst ein Einheitsquaternion. Was gut ist, weil sonst könnten wir bestimmte Rotationen ja nicht rückgängig machen. Genau. Und wenn wir das dann zusammenfassen, haben wir eben diese vier Eigenschaften, die insgesamt eine Untergruppe dann ausmachen. Und wir haben gezeigt, die gelten alle für jedes Einheitsquaternion und damit sind die Einheitsquaternionen so eine Untergruppe. Genau. Gibt es zu den Beweissachen Quaternionen vielleicht noch Fragen? Okay, gut. Dann ist damit die Übung 1 abgeschlossen und wir machen heute dann ein bisschen weiter mit der Kinematikübung, sind ein bisschen näher an dem Vorlesungsstoff dran. Wenn Tamim wieder da ist, dann holen wir bestimmt auch auf. Genau. Ja, dann zu den eigentlichen Aufgaben für die Kinematik. Wir machen jetzt viel mit den dH-Parametern. Einfach, um auf dem Weg hinzukommen, wie man denn dann so ein Robotermodell beschreiben kann. Und wie man dann aus dem Robotermodell seine Vorwärtskinematik bauen kann oder extrahieren kann. Und dafür machen wir erst hier so zwei kleine Beispiele, wo einfach die dH-Parameter gegeben sind und man soll sagen, welche Transformation die anwenden. Dann Aufgabe 2 ist dann eben ein Roboterarm ist gegeben als technische Zeichnung, wie auch immer. Und man soll die dH-Parameter zu diesem Roboter oder Roboterarm bestimmen. Und die letzte Aufgabe ist dann tatsächlich die Vorwärtskinematikfunktion bestimmen und die Jacobi-Matrix und so weiter. Genau. Aber wir fangen ganz einfach an. Nochmal zur Wiederholung. Die dH-Transformationen haben wir in der Vorlesung kennengelernt. Es gibt insgesamt vier Parameter pro Gelenk. Theta und d beziehen sich immer auf die, ich nenne es mal so, die alte z-Achse, eben zi minus 1 vom vorherigen Gelenk. Theta i ist dabei die Drehung um diese alte z-Achse und di ist die Verschiebung entlang dieser Achse, also eine Translation. Genau, rechts daneben sind eben die entsprechenden Transformationsmatrizen angegeben. Dann gibt es die beiden anderen Parameter AI und AlphaI, die sich, ich nenne es mal, beziehen sich auf die neue x-Achse, also xi, nicht wie vorher zi minus 1. Und die AI ist eben die Translation entlang dieser neuen x-Achse und Alpha ist die Rotation um diese neue x-Achse. Entsprechend sehen die Transformationsmatrizen ein bisschen anders aus. Genau. Genau, und damit haben wir eigentlich alles, um das einmal vorwärts anwenden zu können. Wir gehen das Ganze einfach durch, also wir fangen mit den Theta und d an.
Das heißt, das Erste, was wir machen wollen, ist Theta 1, 0 Grad. Also 0 Grad bedeutet natürlich, wir machen nichts. Und dann müssen wir um D1 verschieben in Richtung der alten Z-Achse, also der Z-Achse, die aktuell eingestellt ist. Das heißt, wir verschieben in diese Richtung. Wir machen das jetzt einfach nur mal qualitativ und nehmen an, dass das hier 60 mm sind. Genau. Dann haben wir unser A1, das entlang der neuen X-Achse verschiebt, aber das ist 0, das heißt, da machen wir nichts. Und wir haben unser Alpha 1. Alpha 1 soll jetzt um die neue X-Achse rotieren, das heißt, hier rotieren wir so herum. Und wenn wir hier jetzt um 180 Grad rotieren, dann landet eben danach unser Y1 hier und unser Z1 hier. Das heißt, wir haben am Ende dann ein Koordinatensystem, das verschoben ist nach unten hin und einmal gedreht. Genau. Da sind jetzt absichtlich in dieser DH-Transformation sind eben zwei Werte 0 gewählt, damit wir erstmal so ein bisschen da reinkommen. Genau. Das heißt, wir verschieben und dann drehen wir. Und dann haben wir unser neues Koordinatensystem hier für das nächste Gelenk. Genau. Die zweite Aufgabe macht das natürlich jetzt einmal vollständig. Das heißt, wir haben einmal alle Parameter gegeben. Fangen an mit Theta 1. Und Theta 1 ist ja eine Rotation um die alte Z-Achse, also die wir aktuell sehen. Das heißt, wir wollen hier einmal rotieren. Und hier, da wir jetzt einige Transformationen durchführen, bis wir zum Endergebnis kommen, schreiben wir hier mal diese die Zwischenergebnisse mit so einem x0', y0', weil das noch nicht die Finalen sind. Also die Finalen heißen dann eben x1, y1 und z1. Aber wir müssen ja mehrere Schritte durchführen, bis wir dort sind. Genau, das heißt, wir machen die Rotation und dann wollen wir eben verschieben entlang der der Z-Achse. Das heißt, jetzt verschieben wir wieder nach unten hin. Das ist jetzt das, was hier passiert ist. Also unser Wert ist minus 30 mm. Das heißt, den Ursprung verschieben wir minus 30 mm entlang der alten Z-Achse. Dann haben wir hier jetzt wieder so ein temporäres Koordinatensystem, deshalb haben wir die zwei Striche dran gemacht. Und jetzt müssen wir entlang der neuen X-Achse verschieben. Und jetzt sieht man vielleicht so ein bisschen den Unterschied. Also nachdem wir jetzt die Rotation durchgeführt haben, ist das hier jetzt schon unsere endgültige X1-Achse, also unsere neue X-Achse. Und wir verschieben jetzt entlang dieser X-Achse um eben 60 mm in die Richtung der X-Achse, landen dann hier oben. Und dann müssen wir noch den letzten Schritt machen, und das ist Alpha, um die X1-Achse rotieren. Und wenn wir das dann machen, dann haben wir unsere endgültigen Achsen. Und deshalb nennen wir die hier dann eben X1, Y1 und Z1. Genau. Also das sind die DH-Parameter, wenn man sie gegeben bekommt und dann anwenden soll auf ein gewisses Koordinatensystem oder auf eine Pose. Aber das ist nicht der übliche Fall, sage ich mal. Der übliche Anwendungsfall für einen Robotiker wäre eher die Aufgabe 2, die wir gemacht haben. Und das ist, jetzt hat uns ein Maschinenbauer hat uns einen Arm gebaut, der
den wir eben an unseren Roboter anbringen wollen. Das ist der Arm von Arma 4. Und hat uns so eine schematische Zeichnung gegeben, wo die Gelenke sind, welche Abstände die voneinander haben, in welchen Achsen die rotieren und so weiter. Und wir sollen jetzt die DH-Parameter dazu bestimmen. Und wir machen das natürlich nicht aus Spaß, sondern wenn wir die DH-Parameter haben, können wir damit unsere Vorwärtskinematik und damit auch unser Robotermodell korrekt beschreiben. Genau. Und wir machen das einfach mal an diesem komplexen Beispiel, um zu zeigen, was man, wie man DH-Parameter dann eigentlich hier bestimmen kann. Genau. In der Vorlesung haben wir das so in ein paar Schritten kennengelernt. Wir werden sehen, dass wir uns versuchen, überwiegend an die Reihenfolge zu halten. Ein paar Mal werden wir ein paar Abkürzungen nehmen, damit es einfach nicht ausartet. Also wir haben die Skizze vom Manipulator, die haben wir sowieso gegeben. Wir sollen die Gelenke identifizieren und durchnummerieren. Das war jetzt in unserem Fall auch schon gegeben, aber wir machen es dann nochmal. Dann zeichnet man im ersten Schritt die ZI-1-Achsen ein. Das sind im Grunde die Gelenkachsen, also der Rotations- oder Translationsgelenke. Die müssen ja immer entweder in die Rotationsachse zeigen oder in die Translationsrichtung. Das heißt, sie sind effektiv vorgegeben. Das Einzige, was man sich aussuchen kann, ist die Richtung. Genau. Und dadurch, dass die Z-Achsen dann vorgegeben sind, können wir auch den Parameter AI schon mal bestimmen, einfach als Abstand zwischen den Achsen. Wenn wir den Abstand haben, dann können wir auch die XY-Achsen einzeichnen, weil die XY-Achsen ja entlang, der Abstand A geht ja entlang der XY-Achse. Das heißt, die beiden sind im Grunde gekoppelt und in einer Aufgabe gelöst. Genau, und dann können wir eben die anderen Parameter bestimmen. Und am Ende hat man dann, kann man sich die Transformationsmatrizen bestimmen und zusammen multiplizieren. Das machen wir aber in der letzten Aufgabe erst. Genau. Gut, ja, dann machen wir das einfach mal. Jetzt war der Kollege so nett und hat uns schon überall hingeschrieben. G1, G2, G3 bis G8 sind die Gelenke von unserem Roboter. Das heißt, wir haben einen achtdimensionalen Konfigurationsraum, acht Gelenke. Und den Arm drehen wir jetzt einmal um, um es einfacher dann annotieren zu können. Der erste Schritt, wenn wir das jetzt, wir haben jetzt alle Gelenke identifiziert, ist die ZI-1-Achsen einzuzeichnen für die Gelenke. Und da, wie gesagt, haben wir keine große Wahl, weil eben die ZI-Achsen immer in die Richtung des nächsten Gelenks zeigen müssen. Also unser Z0 war ja jetzt vorgegeben in der Aufgabe, aber das Z0 muss schon in Richtung von diesem Gelenk liegen. Also was hier immer eingezeichnet ist, diese Rechtecke, bei denen ist die Rotationsachse liegt quasi so und bei den Kreisen liegt die Rotationsachse im Grunde entweder guckt sie raus oder sie guckt rein. Das können wir uns noch aussuchen. Hier ist es genauso. Bei diesen Gelenken können wir uns aussuchen, ob wir nach rechts oder nach links die Achse legen, aber die eigentliche Rotationsachse kann man nicht ändern. Genau. Wie ist es jetzt mit unserem Gelenk G2? Wir machen immer, wie gesagt, das ist immer die alte Z-Achse, ZI-1. Das heißt, im Gelenk 2 tragen wir Z1 ein. Und Z1 muss entlang der Achse von dem Drehgelenk zeigen. Genau. Bei G3 haben wir jetzt diesen Fall. Wir können uns auch wieder aussuchen, soll die Achse rein zeigen oder soll sie raus zeigen. Wir nehmen einfach mal raus zeigen. Das Einzige, was sich ändert, wenn man sich hier anders entscheidet, sind die Vorzeichen der Gelenkwinkel. Also an der eigentlichen Kinematik ändert sich nichts, welche Richtung man hier wählt. Genau. G4 müssen wir auch wieder entlang der Achse. Oh, ich habe Z2 vergessen. Hier. Genau.
Und G5 sind wir jetzt einmal anders orientiert. Das heißt, hier müssen wir in diese Richtung zeigen. Und bei G6 wieder in diese Richtung. Genau. Jetzt hier am Handgelenk ist es hier so dargestellt, ne, als dieser Form. Das sind zwei Gelenke, die an derselben Stelle sind. Mechanisch gesehen kann das auch einfach ein Gelenk sein, das einfach zwei Freiheitsgrade hat. Aber aus kinematischer Sicht betrachten wir die Sachen immer einzeln. Also das sind zwei Gelenke, die an der gleichen Stelle angreifen. Aber damit wir das besser zeichnen können, verschiebe ich die eine Achse einfach ein bisschen vor. Also das hier bezieht sich auf G7. Ist eigentlich da mittendrin, aber damit wir nicht alles übereinander zeichnen, ziehe ich die etwas vor. Genau, und G8 zeigt dann in diese Richtung. Jetzt haben wir noch das letzte Koordinatensystem. Da sind wir eigentlich immer sehr frei. Also das letzte Koordinatensystem ist das im Endeffektor. Da sind dann keine Gelenke und so weiter mehr drin. Üblicherweise ist es so, dass man dort einfach keine Transformation mehr durchführt, außer man möchte irgendwas Bestimmtes erreichen. Das heißt, unser Z8 zeigt einfach in dieselbe Richtung wie das Z7. Wir sehen, dass es bei X das gleiche ist. Genau, also der allererste Schritt, nachdem man eben sich klar geworden ist, wo die Gelenke sind, ist es, diese Z-Achsen einzuzeichnen. Gibt es dazu vielleicht schon Fragen? Also wie man jetzt auf die Z-Achsen kommt oder warum ich irgendwelche Pfeile hier eingemalt habe? Hier? Genau, also das habe ich nur auseinandergezogen, damit wir das zeichnen können. Könnt euch das so vorstellen, als wäre hier, also als wäre der Abstand hier 0 mm, sag ich mal. Also die sind ineinander eigentlich. Ach hier, genau. Hier gibt es 60 mm Abstand, genau. Z7 und Z8 sind etwas auseinander. Genau. Ach so, ja, die Reihenfolge können wir nicht vertauschen. Ne? Also das Gelenk 7 hier kommt zuerst, also beeinflusst die Rotation von dem nächsten Gelenk. Die Reihenfolge können wir nicht vertauschen, genau. Was wir tun können, ist, diese Pfeile zu spiegeln, quasi. Ne? Das geht, wenn man die andere Richtung wählt. Genau, ja, das wollte ich hier zeigen. Man kann das auch in die andere Richtung wählen. Das Einzige, was dann passiert, also was man. Also man könnte zum Beispiel hier. Ach, der ist sowieso egal, ne? Den kann man eh wählen, wie man möchte. Man könnte zum Beispiel hier den hier auch in diese Richtung wählen. Das wäre vollkommen legitim, da kommt auch fast das gleiche raus. Der einzige Unterschied ist am Ende, ob dann das Theta negativ oder positiv ist. Das Vorzeichen von dem Gelenkwinkel ändert sich dann. Aber ist genauso richtig. Also in den strikten DH-Parametern gibt es Vorschriften, in welchen Richtungen die gewählt werden müssen. In der Praxis ist das aber irrelevant, weil es nur Vorzeichen bestimmt. Deshalb ignorieren wir das. Genau. Gut. Das heißt, wir haben unsere Z-Achsen und machen als nächstes die XI-Achsen. Und die XI-Achsen liegen immer entlang der normalen von der alten und der neuen Z-Achse. Und das ist jetzt auch wieder so ein Fall, wo man wieder zwei Möglichkeiten hat. Und die normale kann man immer ganz gut bestimmen über eben das Kreuzprodukt. Also wir können plus minus ZI minus 1 Kreuzprodukt von ZI.
müssen wir natürlich auch normalisieren und so weiter, aber über das Kreuzprodukt können wir eben die Richtung bestimmen, in die wir gehen wollen, einfach mit der rechten Handregel. Und können uns wieder eine Richtung auswählen. Also ist auch wieder, kann jeder so machen, wie er möchte. Unser x0 war ja schon vorgegeben. Da haben wir auch keinen Spielraum. Aber das nächste ist jetzt, wir haben jetzt hier unser z0. Das zeigt hier hin. Und unser z1. Und das z0 und die z1 spannen ja jetzt hier die, wenn man so will, die xy-Ebene auf. Wenn ich davon das Kreuzprodukt wähle oder eben die gemeinsame Normale bestimme, dann muss der Vektor eben entweder auf mich zeigen, also aus der Ebene hinauskommen oder in die Ebene hineingehen. Wir wählen jetzt hier einfach in die Ebene hinein, weil unser x0 auch schon in die Ebene hineingezeigt hat, um nicht noch unnötige Rotationen einzuführen. Genau. Dann müssen wir uns als nächstes anschauen z1 und z2. Die spannen ja, wenn man so will, eine Ebene auf, die hier raus zeigt. Also z2 zeigt ja hier raus. Und wenn man jetzt eine Normale von dieser Ebene, die raus zeigt, haben möchte, dann zeigt man eben hier in diese Richtung oder eben genau entgegengesetzt. Genau. Bei Z2 und Z3 ist es jetzt wieder so, dass wir jetzt ist die Ebene eben so aufgespannt durch das Z3, also flach. Und dann können wir unsere Normale zum Beispiel hier wählen. Also immer eine Ebene aufspannen mit den beiden letzten Z-Werten und dann eine Normale dazu bestimmen. Genau, bei Z3 und Z4 lassen wir jetzt mal rausschauen. Wir könnten wieder durchstechen oder rausschauen. Und Z5 und Z4 ist es wieder so. Bei Z5 und Z6 haben wir jetzt wieder so eine Ebene, die herauskommt. Das heißt, wir nehmen mal das x6 hier hin und z7 und z6 zeigen wir in Richtung vom Endeffektor. Und wieder hier bleibt uns dann nicht viel übrig. Genau. Das heißt, die x-Achsen bestimmen ist bis auf wieder wie eben bei den z-Achsen das Vorzeichen klar definiert. Wir machen einfach eine Normale von der alten z-Achse und der neuen z-Achse, die Ebene, die von denen aufgespannt wird. Und dann können wir uns entscheiden, in die Richtung oder in die Richtung. Genau. Das ist im Grunde der, ich sag mal, entscheidende Teil. Noch sind es nur noch ein paar Messwerte. Genau. Jetzt haben wir also unsere x-Achsen und z-Achsen. Und mit den x- und z-Achsen ist natürlich auch klar, in welche Richtung die y-Achse zeigt. Die ergänzen wir einfach anhand von der rechten Handregel. Genau. Das heißt, wir wollen dann noch die restlichen Parameter bestimmen. Und wir bestimmen die jetzt nicht alle einzeln, also nicht erst alle AIs und dann alle Alpha-Is und so weiter, sondern wir schauen uns das jetzt einfach mal pro Gelenk an. Genau. Machen wir das einfach mal für ein paar Gelenke und dann kann man da wahrscheinlich sich was von ableiten. Genau. Das erste Gelenk, um das parametrisieren zu können, schauen wir uns mal Z0 und Z1 an. Ich zeichne die mal in so ein gemeinsames Koordinatensystem. Also Z0 zeigt hier hin. Z1 zeigt ja um 15 Grad gedreht. Und
Unsere x-Achse zeigt ins Bild hinein. Das ist die hier. Und den ersten Parameter, den wir bestimmen können, ist eben das Alpha. Das Alpha ist ja die Rotation. Entschuldigung. Die x-Achse interessiert uns. In dem Fall sind beide gleich, aber Alpha dreht ja um die neue x-Achse, also muss es x1 sein für Gelenk 1. Und uns stellt sich die Frage, wie viel Grad sind es hier? Wir haben ja hier die 15 Grad. Das heißt, Alpha ist 90 Grad minus 15 Grad. Also 75 Grad, was wir hier haben. Genau. Dann wollen wir noch wissen, wie weit haben wir uns in Richtung der x1-Achse verschoben. Also in das Bild hinein. Deshalb war die andere Ansicht auch noch da von dem Arm. In dem Fall sind das 0. Die haben wir jetzt mal hier nicht angebracht. Und dann interessiert uns noch die Rotationen um die z0-Achse. In unserem Fall wissen wir, x0 und x1 zeigen in die Ebene hinein. Sind eben diese beiden hier. Und unser z0 zeigt hier hin. Das haben wir ja hier schon gesehen. Und in dem Fall sind x0 gleich x1, also gibt es gar keine Rotation. Aber das ist ja nur der Ruhezustand vom Roboter. Was das heißt, ist, dass wir einen Winkel Theta haben, der keinen Offset hat. Also das Gelenk kann sich natürlich drehen und dann ändern sich auch die x-Achsen in Relation zueinander. Aber in diesem Fall, wenn wir zeichnen die Roboterkinematik ja im Nullzustand, wenn man so will, gibt es hier kein Offset. Bei den anderen Gelenken sehen wir dann, dass es das schon gibt. Genau. Dann bleibt noch die Frage, wie verschieben wir in Richtung der alten Z-Achse? Und das hier ist so ein bisschen, ich sag mal, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, wie die Leute das malen in ihren Zeichnungen. Dieser Abstand 200 mm, der bezieht sich auf den Abstand von dem G1 zum G3. Aber das G2 beginnt hier noch gar nicht. Also im Prinzip der Abstand von G1 zu G2 ist 0 mm. Die beiden Gelenke sind im Grunde zusammen an einer Stelle. Zumindest ist das hier in dieser Zeichnung so gemeint. Manchmal ein bisschen schwierig. Genau. Das heißt, das erste Gelenk ist so ein einfaches dh-parametrisiertes Gelenk. Es rotiert um die z-Achse mit Theta 1 und es hat einen Offset um die x-Achse um 45 Grad rotiert. Genau. Dann gibt es das nächste ist dann etwas komplexer. Das hat dann ein paar mehr Werte gefüllt. Und wir gehen wieder so vor. Also wir machen zuerst, schauen wir uns Z1 und Z2 an. Ja. Genau, wir haben jetzt hier ein Beispiel, wo der Abstand größer als 0 ist. Oder warum jetzt? Achso, dann wird man hier einfach als technischer Zeichner hoffentlich einmalen, dass das 100 mm hier sind und 100 mm hier. Genau, dann würden hier in dem D 100 landen, weil man... Achso, nee, dann geht es in dem Fall gar nicht, weil man ja entlang D verschiebt ja entlang der Z0-Achse hier in diese Richtung. Das heißt, solange Z0 in diese Richtung geht, kann man das nicht damit angeben. Ne, diese Verschiebung geht ja hier entlang dieser Achse. Das heißt, da muss man dann zwischendrin ein Gelenk einführen, das erstmal die Achsen richtig rotiert. Wir haben ja das Problem, die dh-Parameter sind ja nur 4 Stück, aber wir haben ja 6 Freiheitsgrade im Raum.
Das heißt, die dH-Parameter können ja nicht alle Rotationen darstellen können, weil es einfach nur alle Transformationen darstellen können. Sie können nur eine Untermenge darstellen. Und wenn man dann in diesem Zustand, kann man eben nur entlang der alten Z-Achse oder der neuen X-Achse verschieben mit D und A. Alle anderen Verschiebungen gehen nicht. Und dann muss man eben entweder so ein künstliches Gelenk in die Mitte einschieben, dass erst die Z-Achse in die richtige Richtung dreht, dass dann eben kein Freiheitsgrad ist oder so. Oder man muss sein initiales Koordinatensystem anders wählen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die man hat. Genau. Ja. Also wie gesagt, unser erster Schritt ist immer, jetzt sind wir hier bei Z1 und Z2, die beiden Achsen uns anzuschauen, um zu sehen, wie wir die rotieren müssen. Ich zeichne das mal so, dass Z1 nach unten zeigt und Z2 zeigt hinaus aus der Ebene. Und dann wollen wir rotieren um die neue X-Achse, also X2. Die hier liegt. Und dann sehen wir, dass wir hier, wenn wir Z1 auf Z2 rotieren wollen, müssen wir das um 90 Grad machen. Das sind hier, also Z2 zeigt ja hinaus aus der Ebene dann, erst nach unten. Und das ist im Uhrzeigersinn ist, also müssen wir minus 90 Grad machen. Deshalb haben wir hier für das Alpha minus 90 Grad. Oh, Grad steht schon oben drin. Dann ist natürlich die Frage, wie viel verschieben wir entlang der X2-Achse. Das ist ja die rote Achse hier. Und da verschieben wir im Moment gar nichts. Wir verschieben gleich entlang der neuen Z-Achse. Genau. Gut, dann machen wir die Parameter, die sich auf die alte Z-Achse beziehen. Da müssen wir auch wieder schauen, wie werden die rotiert. Unser x1 zeigt in die Ebene hinein. Unser x2 ist, zeigt nach rechts hin. Und dann stellt sich die Frage, was ist das für eine Rotation? Und das sind jetzt, ist jetzt eine Rotation um 90 Grad. Aber auch wie eben interessiert uns ja hier, schauen wir uns ja hier ein Drehgelenk an. Und wenn wir hier eine Rotation feststellen, dann heißt das, das ist so ein Offset. Das heißt, was wir hier eintragen müssen, ist Theta 2 plus 90. Und dieses Offset entsteht eben dadurch, dass durch die gegebene Kinematik wollen wir, dass wenn Theta 1 bis Theta n 0 ist, soll der Roboter so aussehen wie in der Zeichnung. Und daher kommt eben dieses Offset. Genau. Und jetzt dürfen wir auch unsere 200 mm anbringen, die eben entlang der Z1-Achse, also der alten Z-Achse, verschoben werden. Und dann haben wir hier 200 mm dafür. Genau. Gut. Und so muss man dann jetzt eben für jedes Gelenk vorgehen. Das heißt, wenn wir jetzt das nächste Gelenk uns anschauen, Gelenk 3, dann machen wir das wieder so, dass wir uns zuerst anschauen, was passiert mit den Z-Achsen. Da bekommen wir eben eine Rotation heraus, Alpha 90 Grad, um die neue X3-Achse können wir eintragen. Wir haben keine Verschiebung entlang der X3-Achse hier, bleiben auf dieser Geraden. Und wenn wir uns die X-Achsen anschauen, dann wird hier rotiert um minus 105 Grad. Das ist eben diese X2-Achse und diese X3-Achse. Da kommen eben die 15 Grad von hier nochmal rein. 90 plus 15 sind eben die 105 Grad. Die dann hier als Offset für den Theta-Winkel entstehen. Und hier ist auch wieder dieser Fall, dass wir keine Verschiebung haben
zwischen diesen beiden Gelenken, sondern erst zwischen G4 und G5. Und diese nicht vorhandene Verschiebung liegt eben daran, dass das hier so ein Kugelgelenk, sage ich mal, soll es nachbilden vom Menschen in dem AMA 4. Genau. Ja, und dann müssen wir noch für einen Haufen Gelenke machen. Das ist vielleicht noch einer der interessanten Fälle. Wir haben uns bisher darauf beschränkt, uns diese Ansicht des Roboters anzuschauen. Aber das ist natürlich nur eine der Projektionen, die relevant sind. Die Grafik hier ist ja auch noch dabei. Und da sieht man, dass es eine kleine 10 mm Verschiebung hier zwischen Gelenk 4 und Gelenk 5 gibt, orthogonal zu der Zeichenfläche. Ist natürlich nicht immer so einfach, diese 3D-Dinge alle unterzubringen in einer 2D-Zeichnung. Genau. Aber hier gehen wir bei den Rotationen analog vor. Also für den Alpha-Winkel schauen wir, was ist zwischen Z3 und Z4 für eine Rotation. Für den Theta-Winkel schauen wir, was ist eine Rotation zwischen X3 und X4. Aber hier haben wir jetzt eine Verschiebung entlang der neuen X-Achse. Das hier ist die X4-Achse. Diese beiden sind quasi, soll im Grunde das gleiche Koordinatensystem sein, aber einmal um, also das, was hier ist, wird hier nochmal gezeichnet, aber einmal um 90 Grad gedreht jeweils, also einmal dahin umgeklappt und dann dahin umgeklappt. Und das heißt, hier können wir sehen, dass es eine Verschiebung entlang dieser X4-Achse gibt, die wir hier ja gar nicht sehen können, weil sie aus der Zeichnung hinaus zeigt. Genau. Und das heißt, da haben wir dann einmal eine volle DH-Parameter-Tabelle für eins der Gelenke von AMA 4. Genau. Ja, diese 200 beziehen sich auf den Abstand von insgesamt G1 zu G3. Und solange hier, das ist so ein bisschen in dieser Zeichnung, in dieser PowerPoint-Präsentation geht es unter, aber zwischen diesem Gelenk und diesem Gelenk ist kein Abstand angegeben. Und wenn kein Abstand angegeben ist, heißt das, der Abstand ist erstmal 0. Achso, nee, die räumlichen Relationen, die sind hier nur auseinandergezogen, die Gelenke, damit man beide Gelenke sehen kann. Das heißt nicht, dass die Gelenke auch räumlich auseinander sind. Also die Abstände hier sind nicht to scale, die kann man nicht messen und dann sagen mit einem Lineal, die haben diesen Abstand. Sondern was zählt in dieser Zeichnung ist, wenn hier so ein Strich ist und so ein Strich, dann weiß man von G5 zu G8 bzw. G7 sind es 250 mm. Aber man kann nicht dann sagen, ich messe davon die Hälfte und dann nehme ich die Hälfte davon. Genau, also G5 und G6 haben auch keinen Abstand voneinander. Der technische Grund ist, dass das hier ein Gelenk ist, wo wirklich die Gelenke aufeinander liegen. Und diese Gelenke sind so angebracht, dass sich deren Achsen an derselben Stelle treffen. Das hat einen sehr technischen Grund. Ich bin auch kein Maschinenbauer. Zum Beispiel hier in dem Schultergelenk, wo sich all diese drei Achsen treffen, haben wir mechanisch kein Kugelgelenk eingebaut, das in alle drei Freiheitsgrade rotieren kann, sondern es sind drei einzelne Gelenke, deren Rotationsachse sich aber an demselben Punkt im Raum schneiden. Dadurch sind sie quasi am Roboter an anderen Stellen, aber aus kinematischer Sicht ist die Rotationsachse, der Rotationsschnittpunkt, dem sich alle drei treffen, ist derselbe im Weltkoordinatensystem oder so. Ja. Das ist so ein bisschen sehr maschinenbauermäßig, kenne ich mich auch nicht wirklich aus. Genau, also das hier ist so gezeichnet, weil es ein Gelenk ist, das zwei Freiheitsgrade hat. Und die sind so gezeichnet, weil es verschiedene Gelenke sind, die aber den gleichen Angriffspunkt haben. Genau.
Genau. Ja, und da haben wir jetzt noch einige von. Genau, hier war ja dann auch die Frage, wenn man zwischen G5 und G6 weitergeht, dann waren wir eben hier die Verschiebung von 0 entlang der Achse. Genau. Und dann haben wir halt haufenweise weitere Dinger, bis wir hier am Ende sind. Und wie gesagt, am Ende kann man sich das sogar noch aussuchen. Also hier könnte man auch vielleicht ein anderes Koordinatensystem haben wollen. Das steht jedem immer frei. Also wir nehmen dann meistens einfach immer das Gleiche von dem letzten Gelenk zum Endeffektor. Aber da kann man sich das auch aussuchen, wenn man was anderes haben möchte. Genau, und dann bekommt man eben eine ganze Tabelle von den dH-Parametern und die kann man dann, das werden wir auch noch machen in der Übung, nicht mit dem Arm, aber mit einem einfachen Arm, kann man die eingeben und hat damit dann im Grunde seine Vorwärtskinematik definiert. Man kann dann zum Beispiel auch nachher inverse Kinematik machen oder Dynamik und so weiter mit dem Roboter, wenn man dann noch zusätzlich Masseparameter und Trägheitsmatrizen angibt. Genau. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, machen wir vielleicht diese Aufgabe schon am Donnerstag fertig. Und ich mache dann noch die inverse Kinematik. Und ich hoffe, dass es dann insgesamt reicht. Schauen wir mal. Genau. Ansonsten sind wir damit für heute durch. Danke für eure Aufmerksamkeit.